Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen in der Reiferbahn Sporthalle Schwerin zur Ostsee Spreeliga A-Jugend vom SV Grün-Weiß Schwerin. Wollen hier in heimischer Halle heute gegen die Füchse Berlin erfolgreich sein. Ein spannendes Spiel, wenn man sich diese Saison anguckt. Berlin kommt als Zweiter hier nach Schwerin. Schwerin selber ist Dritter und die Bilanz gegen die Füchse sieht gut aus. Bisher gab es 3 Spiele in der Saison gegen die Füchse Berlin. 2 davon konnten gewonnen werden, 1 Spiel ging verloren. Heute möchte man das 3. Spiel gegen die Füchse gewinnen und nochmal ranrücken in der Tabelle auf 2 Punkte. Und ob das gelingt, das schauen wir uns jetzt an hier. So, und damit herzlich willkommen auch vom Kommentatorenplatz zu diesem A-Jugendspiel aus der Spreeliga. Ein recht spannendes Spiel zwischen dem SV Grün-Weiß Schwerin in Weiß-Schwarz gegen die Füchse aus Berlin in Gelb-Lila. Einmal habe ich jetzt, um ein wenig Einblick zu bekommen in die Arbeit des offenen Kanals, der uns glücklicherweise dieses Kommentieren von mir und die Aufzeichnung dieses Spiels überhaupt ermöglicht. Martina bei mir, schön, dass du da bist, mit mir uns das Spiel ein bisschen begleitest. Hallo erstmal. Ja, hallo. Die gesamte Arbeit des Schweriner Fernsehens nur mit Hilfe des offenen Kanals hier in Schwerin möglich ist. Wollen wir ein wenig Einblick geben in die ganze Sache, wie das funktioniert? Dazu muss man erklären, die Kamera, die dieses Spiel jetzt aufzeichnet, die ist gestellt vom offenen Kanal in Schwerin, soweit ist richtig. Das ist richtig, aber im Grunde genommen hat jeder Bürger aus Mecklenburg-Vorpommern die Möglichkeit, bei uns Technik zu entleihen und seine eigenen Themen ins Fernsehen zu bringen. Welche Themen sind das? Das ist unterschiedlich. Also es gibt da den künstlerischen Bereich, junge Leute, die Musikvideos drehen wollen. Es gibt politisch Interessierte, Leute, die aus dem Stadtteil berichten wollen. Oder halt so eine Nutzergruppe, so eine Ausnahmenutzergruppe, wie ihr es seid, die ehrenamtlich hier den Lokalsport ins Fernsehen bringen. Ja, das hat bisher auch ganz gut geklappt. Natürlich haben wir einen kleineren Fokus rund um Grün-Weiß Schwerin gelegt, die uns eine gute Möglichkeit geboten haben, viele Spiele aufzuzeichnen, viel Lokalsport zu zeigen, wo dann aber auch andere Mannschaften die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren, die wir immer wieder hier sehen. Unter anderem auch Gäste eben aus Berlin, wie hier jetzt die Füchse. Und indessen haben wir die ersten beiden Tore gesehen. Marina Frode auf Seiten von Grün-Weiß Schwerin und auf der anderen Seite war es an Katrin Hübel, 1-1 nach knapp 2 gespielten Minuten. Es ist ein etwas nervöses Spiel, aber man kann schon die Ausrichtung beider Mannschaften erkennen, dass da viel handwerkliches Geschick bei ist. Die beiden Mannschaften wissen, was sie tun. Sie stehen kurz vor dem Erwachsenenbereich, genau da wollen sie hin und so bewegen sie sich hier auch. Ersten kleinen Wechsel gesehen. Und es ist klasse gespielt. Und Abschluss von Bea Janine Hübel. 2-1 für die Füchse. Ja, Martina, so als Chef des offenen Kanals, kann man das so sagen? Wie bist du dazu gekommen? Also ich war schon 13 Jahre bei Rock TV tätig als Medienassistentin und 10 Jahre als stellvertretende Leiterin. Und
Ja, da wir beschlossen haben, in Schwerin auch den offenen Kanal, des eigenständigen offenen Kanal und nicht mehr als Außenstelle von RockTV zu betrachten, wird da halt auch mehr Manpower fällig. Und ich denke, wir sind auf einem ganz guten Weg. Was ist denn, du sagtest Schwerin als Außenstelle von RockTV, was hat RockTV, was Schwerin denn nicht hat? RockTV hat zum Beispiel auch noch 300 Quadratmeter Studiofläche, wo man halt live senden kann. Das hat Schwerin nicht. Dafür haben wir ein kleines Tonstudio, wo man Radiosendungen machen kann. Ja, das hört sich doch interessant an. Jetzt inzwischen das Vorbild 7 Meter von Julia Guse. Gibt es denn auch tatsächlich Leute, die in Schwerin Radio produzieren? Im Moment haben wir leider keine aktive Nutzergruppe. Es kommen aber immer wieder Schulklassen, die irgendwelche Songs aufnehmen, um sich an Wettbewerben, Hip-Hop-Wettbewerben oder so zu beteiligen. Der Fokus liegt auch im medienpädagogischen Bereich, wo wir halt überwiegend Schulungen anbieten, um zu lernen, tatsächlich dann aber keine Sendung bei rauskommt, immer. Ja, das klingt ja nicht schlecht. Das heißt, ich komme zum offenen Kanal und sage, ich möchte mal ein bisschen Musik machen. Oder wie funktioniert das? In etwa funktioniert es so. Dann haben die im Schulprojekt möglicherweise schon einen Text geschrieben, um sich mit Gewalt auseinanderzusetzen. Oder es gibt ganz viele Projekte gegen rechts. Und dann schreiben die da irgendwie einen Song und der muss am Ende aufgenommen werden. Und da sind wir ganz gute Partner für die Schulen. Ja, indessen ist schon wieder einiges passiert in dem Spiel. Das war auch mal kurz nachrechnen. Saskia Kubin mit dem Treffer zum 3:2 für die Füchse. Und auf der Gegenseite Maike Schuld, die großgewachsene Spielerin vom SV Grünwald Schwerin. Unterdessen der nächste Treffer an Katrin Hobel mit ihrem zweiten Treffer zum 3:4. So, jetzt den offenen Kanal in Schwerin. Da hat es ja nur auch einige Umstellungen gegeben. Wo empfängt man den jetzt? Den kann man im Kabelnetz in Schwerin empfangen. Das ist einmal bei Kabel Deutschland und im Kabelnetz der WTC sowohl analog als auch digital und inzwischen auch 24 Stunden rund um die Uhr. Und das Radio? Eine eigene Radiofrequenz haben wir leider nicht. Wir schicken praktisch unsere Dateien, wenn welche entstehen, nach Neubrandenburg. Die werden dort ausgestrahlt und werden dann ins Internet gestellt, in unsere Mediathek und sind dann für alle hörbar. Ja, okay, das ist natürlich eine Möglichkeit, wie man das hören kann. Unsere Beiträge ja ebenfalls im Internet verfügbar. Unterdessen das Tor von Mary Lou, Marie-Louise Weiß zum 4:4 für Grünwald Schwerin. Jetzt sagst du, du bist ja schon eine ganze Weile dabei bei RockTV, jetzt auch bei Schwerin TV. Was war so ziemlich das Beeindruckendste, was so auf die Beine gestellt wurde rund um den offenen Kanal? Oh, das kann ich gar nicht sagen. Es gibt immer so viele Ausnahmeprojekte oder Leute oder das Engagement von Leuten, die einen besonders beeindrucken, ohne da jetzt was hervorheben zu wollen. Aber an ein Netzwerkprojekt kann ich mich gut erinnern. Das war der Schulversuch, der jetzt schon im zweiten Jahr ist, wo halt mit verschiedenen Versuchsschulen versucht wird, Medien in die Schulen zu bringen und dort fest zu etablieren. Das ist auf 3 Jahre gestaffelt. Im ersten Jahr lernen die hauptsächlich, dann fangen die an, selbst was zu machen und im dritten Jahr arbeiten die aktiv an der Schule. Und das ist schon sehr beeindruckend und das wurde auch mit dem Barke-Preis ausgezeichnet. Für die Leute, die es nicht wissen, was ist der Barke-Preis? Das ist ein renommierter Medienkompetenzpreis sozusagen in Deutschland. Ja, das ist natürlich eine große Auszeichnung dann auch. Indessen kurzer Blick aufs Spiel, das 5:4 für die Füchse an Katrin Höbel. Erneut erfolgreich, diesmal per 7 Meter und auf der Gegenseite Maike Schuld, das ist beeindruckend. Kriegt den Ball, steigt hoch, steht über der kompletten Abwehr der Füchse. 5:5. Gibt es denn auch Leute, für mich persönlich ist es ja, als jemand, der selber Filme macht, Kurzfilme macht, gibt es viele Filme, die man eingereicht bekommt am offenen Kanal oder ist das eher eine Seltenheit? Also jetzt speziell Spielfilme, meinst du? Ja, Kurzfilme, Spielfilme, irgendwas in die Richtung, aber fiktionaler Film. Das ist eher weniger der Fall. Das liegt einfach daran, dass gerade im fiktionalen Filmbereich die Vorbereitung enorm ist. Man muss ein Drehbuch schreiben, man muss Schauspieler casten und der Aufwand ist schon deutlich höher, als wenn man zum Beispiel eine Berichterstattung macht von einem aktuellen Ereignis. Die ist
in der Regel schneller umzusetzen. Ja, deswegen gibt es jetzt erstmal 7 Meter für Grün-Weiß-Schwerin. Hanna Mitzke hatte die Füchse mit 6:5 in Führung gebracht und der 7 Meter sicher verwandelt. Oben links ins Eck von Julia Guse, ihr zweiter Treffer, 6:6. Ja, wir werden selber, wird es jetzt ein Kurzfilmprojekt geben rund um den offenen Kanal mit einem Mitarbeiter des offenen Kanals und ich selber werde da mich auch ein wenig einbringen. Und da haben wir halt gemerkt, welche Schwierigkeiten es mit sich bringt, ein Drehbuch zu entwerfen, auch einen Drehort einfach zu finden. Das ist ja auch nicht immer so einfach. Man stellt sich dann was ganz Schönes vor, hat ein ganz schönes Bild im Kopf und stellt dann fest, Schwerin hat das gar nicht. Und ähnliches. Welche Möglichkeiten hat da der offene Kanal, den Leuten auch eine Hilfestellung zu geben, beispielsweise ein geeignetes Drehbuch zu finden oder einen Drehort? Also bedingt. Generell verläuft es so, dass die Leute, wenn sie mit uns mit Wünschen an uns herantreten, dass wir dann gemeinsam nach dem Weg suchen. Wir können ganz individuell Schulungen anbieten. Da finden sich dann immer welche, die noch dran teilnehmen wollen und da kann man schon ein bisschen was machen. Generell, wenn natürlich jemand einen Film in New York drehen möchte, dann muss man auch mal sagen, ja, das könnte schwierig werden. Also da hört unsere Unterstützung dann auch irgendwo auf. Ja gut, bei einem Regionalsender wie den offenen Kanälen ist das, denke ich, nachvollziehbar. Da muss man doch mal gucken, ob es nicht eine Verbindung zu einem offenen Kanal in New York geben sollte. Jetzt gibt es erstmal 7 Meter erneut für die Füchse, gelbe Karte gegen Marina Froth. Und die Möglichkeit zur erneuten Führung für die gelb-lila Füchse. Hübel bleibt erfolgreich gegen Anne Harm. 6:7. Und wir sehen wieder das schnelle Kreuz bei Schwerin. Diesmal sind die Füchse aber besser vorbereitet. Und der Ball von Guse am Tor vorbei. Ja, erstes kurzes Fazit zu dem Spiel. Knapp 10 Minuten gespielt. Das ist ein Spiel, was ziemlich nervös ist immer noch, trotz einiger guter Aktionen. Beide Mannschaften wissen, worum es hier geht. Und das ist schön gespielt. Nafroth scheitert an der Nummer 1 im Tor. Julia Lemke von den Spreefüchsen. Ich denke, da wird uns noch einiges erwarten, wenn die Mannschaften erstmal ihr Spiel gefunden haben, werden wir hier noch ein tolles Ostsee-Spreeliga-Spiel sehen. So, für die Leute, die wir jetzt schon interessiert haben für den offenen Kanal, wo finden wir den dann hier in Schwerin? Den findet man auf dem sogenannten Dresch in der Dr. Martin Luther King Straße 1-2. Das ist ganz gut zu erreichen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und da kann man in den Öffnungszeiten einfach vorbeikommen und mal schauen, ob man mitmachen will. Ja, und während Mary Lou Weiss das 7:7 einwirft, klären wir noch, wann sind denn die Öffnungszeiten? Die sind Montag und Donnerstag von 14 bis 19 Uhr und am Dienstag und Mittwoch von 10 bis 15 Uhr. Ja, das ist, denke ich, eine Zeit, wo auch der eine oder andere dann noch Zeit hat. Die Schule hört ja auch frühzeitig auf und auch die wenigsten arbeiten vollständig um diese Zeit. Wie wäre es jetzt für die Zuschauer, die wir jetzt in Rostock auch haben sollten, wo findet man dann Rock-TV und weiß nicht genau, wo kann, ist ja auch nicht so schlimm. Auch da gibt es sicherlich die Informationen im Internet. Rock-TV erreicht man da? In der Grubenstraße 47 und die sitzen halt auch schon ein paar Jahre da und die Adresse wird auch sehr gut angenommen, also da ist sehr viel Laufverkehr. Also für die Zuschauer und Interessierten für die Arbeit des offenen Kanals in Rostock. Eine Möglichkeit, auch da beispielsweise eine Handballmannschaft zu begleiten, wie es hier passiert ist oder wie wir es in Schwerin auch zum Teil mit dem Volleyball gemacht haben, um einfach eine andere Sportart zu nennen. Schwerin ja eine sportbegeisterte Stadt. Ähnliches kann man sicherlich auch von Rostock behaupten. Und man hat natürlich auch andere Möglichkeiten, die wir demnächst auch wieder aufzeigen wollen im Programm des Schweriner Fernsehens,
Kulturmaßnahmen zu begleiten, sei es Konzerte, sei es so Großveranstaltungen in Schwerin wie die Festspiele, die Sommerfestspiele, die es hier immer gibt. Und da gibt es sicher auch in Rostock oder in kleineren Gebieten wie beispielsweise Grevesmühlen, die immer wieder ein Open Air veranstalten, mal etwas zu zeigen, was in ihrer Gegend so toll und interessant ist und eine gewisse mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und ich denke auch als Grevesmühlen, da kann man sich durchaus an den offenen Kanal in Schwerin wenden. Ja, natürlich. Letztendlich, wir bieten ja mit unserer Mediathek halt auch die Möglichkeit, dass der Beitrag danach im Internet zu sehen ist. Und was besonders schön ist für die Nutzer, ist, dass dort eine Kommentarfunktion ist. Und merkwürdigerweise wird die auch sehr, sehr gut genutzt. Also es gibt sehr viele Leute, die dann sich genötigt fühlen, ihren Kommentar zu einzelnen Beiträgen abzugeben. Ja, und während der Trainer der Füchse jetzt erstmal einen Kommentar zum Spiel seiner Mannschaft gibt, wo er nicht ganz zufrieden scheint, er hat die Timeout-Karte doch etwas wütend auf den Tisch geworfen. Er ist bei Scott noch nicht zufrieden. Kommen wir darauf nochmal zurück. So als für mich als Firma ist so ein Feedback doch sehr, sehr wichtig, was der Zuschauer dann sieht. Man möchte dem Zuschauer ja auch gerne was erzählen und der Zuschauer sollte auch immer deine Meinung dazu sagen, was er dann daran gesehen hat, was er gut fand und was nicht, um gewisse Beiträge auch verbessern zu können. Weil viele möchten auch etwas besser machen, die machen das über längere Zeit. Und dann sollte die Zuschauer, würde ich auch jeden dazu animieren, seinen Kommentar mal dazu zu geben, was er dazu meint, um gewisse Beiträge auch verbessern zu können. Das gefällt mir auch sehr gut, dass diese Möglichkeit per se da ist. Ich würde mir aber wünschen, dass die Kommentare in der Qualität noch besser werden, dass da nicht so Kurzvarianten wie der Film war komplett schlecht stehen, sondern warum hat er mir nicht gefallen oder dieser Film war brillant, ist natürlich immer ein Lob, das lässt man auch mal so durchgehen, aber es ist natürlich immer schön, wenn da steht, warum er so gut war, was besonders gefallen hat. Das bringt die Nutzer dann weiter. Über so einen schlechten Kommentar sehen sie zwar inzwischen weg, aber es ist doch schon verletzend. Also diese Rückmeldung bekommen wir oft, wo dann gefragt wird, ob wir das nicht irgendwie einstellen könnten, dass man solche Kommentare dann halt gar nicht veröffentlicht. Aber da wir ja wollten, dass alle Meinungen dort auch ihren Platz finden, haben wir uns jetzt erstmal so entschieden. Ja, sicherlich. In gewisser Art ist da Meinungsfreiheit einfach auch wichtig. Aber der Hinweis finde ich gut auf eine etwas qualitativ bessere Meinung einfach gegeben, weil oftmals ist etwas, was die Leute als schlecht empfinden, einfach und schlicht und ergreifend so gewollt. Man hat da vielleicht auch etwas ausprobiert und plötzlich sagt er, ja, der ganze Beitrag war schlecht oder der ganze Film war schlecht, nur weil er auf einen gewissen Stil gesetzt hat oder auf etwas mehr Gewichtung auf etwas, was den entsprechenden Zuschauer einfach nicht interessiert hat. Ja, das ist zum Teil der Fall. Manchmal ist es aber auch einfach so, dass Nutzer gezielt Abstriche machen und einfach sagen, uns ist das Thema jetzt so wichtig und okay, Bild ist ein bisschen matschig und der Ton ist jetzt auch nicht so brillant, aber man kann ihn noch verstehen und wir wollen jetzt aber einfach dieses Thema ins Fernsehen bringen und zwar möglichst zeitnah und das dann so auch abgeben. Und da muss man halt abwägen, was wichtiger ist, dieses Recht auf freie Meinungsäußerung und auch Verbreitung, was wir durch diese Fernsehausstrahlung erreichen, oder ob man dann sagt, es darf prinzipiell nur das gesendet werden, was qualitativ so hochwertig ist, dann würde halt die Meinungsvielfalt und die Breite wegfallen. Ja, und es ist sicherlich auch für jeden Nutzer wichtig, dafür ist es ja ein Bürgerfernsehen, dass der Bürger die Möglichkeit hat, Fernsehen zu machen, das medial sich zu präsentieren. Man darf ja nicht vergessen, die machen das alle aus einer gewissen Leidenschaft, aus einer gewissen Freude, ehrenamtlich, wenn man so möchte. Das sind ja keine Profis, sie haben es nicht zwangsläufig gelernt und deswegen kann es auch nicht zwangsläufig immer so gut werden, wie man das vielleicht aus dem Fernsehen kennt. Das ist richtig, aber gerade bei Nutzergruppen, die jetzt schon mit einer gewissen Kontinuität arbeiten, ist oft zu verzeichnen, dass da eine enorme Steigerung stattfindet und dass insbesondere, wenn man sich dann nochmal zusammensetzt und auch mal ein paar Sendungen bespricht und auswertet, dass die Qualitätssteigerung doch enorm ist und die ein recht hohes Level erreichen, die regelmäßigen Sendegruppen. Ja, aber das sollte ein einzelner Nutzer natürlich nicht davon abschrecken, weil er die Qualität noch nicht hat, die Sendung nicht durchzubringen, denke ich, sondern Learning by Doing ist da das beste Konzept. Genau, das sehe ich auch so. Also ganz und gar nicht abschrecken, einfach den offenen Kanal als Spielwiese begreifen, um mediale Kompetenzen aufzubauen. Ja.
Ja, das ist eine tolle Möglichkeit. Indessen haben wir jetzt knapp 15 Minuten gespielt hier. 7-9 jetzt die Führung für die Spreefüchse. Anne Ede ist da gerade gescheitert. Mit dem Wurf bekommt den Einwurf zugesprochen, Ball geblockt. An Katrin Höbel war es für die Füchse. Die sind da erneut jetzt mit 2 Toren in Führung gebracht haben. Sperin hat jetzt durchgewechselt. Nora Müller auf der Mitte. Anne Ede neu im Spiel. Laura Stammer scheitert von außen. Lilly Roloff. Also einmal komplett durchgewechselt mit der 3. Josephine Dehne noch. Und Anne Ede scheitert erneut. An der guten Torhüterin im Tor. Und natürlich muss ich korrigieren, Josephine Perwerski mit der 3 bei Grünwald Schwerin. So viel Zeit muss dann sein für die Richtigkeit. Und indessen die 3-Tore-Führung für die Berliner. Josie Kloska. Oh, nein, muss mich korrigieren. Tor zählte nicht. Zurückgepfiffen. Und jetzt schön über außen gespielt. Roloff stand ebenso. Und das ist eine Handballweisheit, die ich einfach mal so weitergeben darf. Halb hoch ist Torwart. Von außen jetzt geworfen. Ah doch, jetzt ist das Tor doch angezeigt worden. Auf der Anzeige hat das Tor erzählt also doch. Und jetzt die Möglichkeit für die Bundeshauptstädter hier mit 4 Toren in Führung zu gehen. Pfosten! Bin ich gespannt, wie Schwerin das löst. Man ist umgestellt, läuft nicht so und jetzt gibt es die Team-Timeout. Und jetzt ist gerade im Jugendbereich sehr interessant, einfach mal in die Gesichter der Spieler gucken. Man weiß genau, wie es steht. Oder wie das Spiel gerade vorher gelaufen ist. Berliner sehr konzentriert. Bei den Schwerinern ging der ein oder andere Kopf doch schon nach unten. Aber beim Handballnachwuchs ist es wie mit dem Fernsehen. Learning by doing, einfach machen, dann wird es auch besser. Mit der Zeit auf jeden Fall, ja. Und es ist natürlich schon ein hohes Niveau, was sie hier erreicht haben. Ostsee-Spreeliga, viel höher kann man in diesem Bereich nachher nicht mehr spielen. Es gibt noch, zumindest bei den Jungs, gibt es die Möglichkeit, sogar noch Jugendbundesliga zu spielen. Das wäre dann das höchste der Gefühle. Die Möglichkeit gibt es bei den Mädchen noch nicht. Aber ansonsten wäre in Mecklenburg auf jeden Fall Grünwald-Schwerin der Verein, der sich dafür bewerben könnte. Und das ist ein großes Qualitätsmerkmal für Schwerin. Da wurde tolle Arbeit geleistet. Und die würdigen wir unter anderem heute mit dem Beitrag. Das Spiel ist Grünwald-Schwerin gegen die Füchse Berlin. Ein Spiel, was wir im Erwachsenenbereich, beim Frauenbereich, letzte Saison zeigen durften und konnten. Als die Füchse Berlin noch Drittliges waren, sind danach aufgestiegen in die zweite Liga. Machen sich da ganz gut. Und ähnliche Ziele hat in der Zukunft ja auch Grünwald-Schwerin. Möchte in die zweite Bundesliga aufsteigen, was in dieser Saison nicht mehr angepeilt wird. Aber wenn die Mannschaft sich gut ausrichtet, vielleicht ist dann nächstes Jahr ja schon was möglich. Und jetzt schön gespielt, Laura Stammer. Und das ist auch typischer Handballsport. Emotionen sind mit dabei, da hätte der Trainer gerne eine 7 Meter gehabt, weil die Spielerin ja doch eigentlich schon durch war. Aber in strenger Regelauslegung stimmte das nicht. Und da kriegen wir sogar Verstärkung vom offenen Kanal hier in Schwerin. Dario, ich begrüße dich, dass du auch mit dabei bist, hier bei uns zu dem Spiel. Hallo erstmal. Ja, schönen guten Tag. Bin ich jetzt auf Sendung? Du bist sogar live auf Sendung. Und du darfst mir jetzt gleich mal erklären, du machst ein FSJ beim offenen Kanal in Schwerin. Ja, richtig. Ein FSJ Kultur. Ja. Was genau sind deine Aufgaben jetzt beim offenen Kanal? Beim offenen Kanal mache ich das Programm. Das heißt, ich lege Dateien in einen Ordner, puzzle die zusammen und daraus kommt dann ein Sendeprogramm für die Woche. Das heißt, du legst fest, wann das läuft? Ja, das mache ich nicht alleine, das machen wir zusammen. Ja. Aber du machst dann halt die technische Umsetzung dafür. Also die Dateien werden auf den Server gelegt. Das ist nicht sehr spektakulär. Ja.
Und die Einreichungen, die kommen ja auch nicht alle von uns, sondern die kommen von aus ganz MacPom und teilweise auch aus Berlin, Magdeburg und so weiter. Ja gut. Oh, schönes Tor jetzt von Michael Schulz. Schön hochgestiegen, lang eingeflankt. 9:11. Ja, Dario, erklär mir mal, wie kommt man auf die Idee, ein FSJ-Kultur zu machen? Und wie kommt man dann noch auf die Idee, sich beim Schmariner offenen Kanal zu bewerben? Das ist nicht so ganz einfach. Also das funktioniert über ein Online-Bewerbungsverfahren. Und Schwerin war jetzt nicht die einzigste Wahl oder die einzige Wahl, die ich getroffen habe, sondern dabei war auch noch Berlin und der offene Kanal in Magdeburg. Quatsch. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Ich fühle mich ganz schön unter Druck gesetzt hier. Also ein FSJ, um es zu sagen, ist für die Leute, die es noch nicht genau wissen, was sie machen wollen, sondern nur sagen können, irgendwas mit Medien oder irgendwas mit Kunst oder irgendwas mit Menschen. Und die landen dann da und machen dann 5 Seminare oder 4 und haben erstmal Spaß und können erstmal schnuppern. Ja, das passt ja eigentlich, das FSJ-Konzept, komplett zum offenen Kanal. Was du vorhin schon sagtest, dass ihr die Möglichkeit geben wollt, reinzuschnuppern, dass ihr Kurse macht, damit die Leute einfach Medien lernen können. Ja, prinzipiell sind unsere FSJler auch fest in die Struktur eingebunden. Das heißt, die müssen alle anfallenden Arbeiten im Sender, also das, ohne die FSJler wäre der Sendebetrieb quasi fast nicht zu schaffen. Also die setzen das auch alles um und übernehmen da ganz viel Verantwortung. Was man nicht vergessen darf, ist, dass sie auch in diesem Jahr ein kulturelles Projekt umsetzen. Das kann ganz unterschiedlich aussehen, wo wir unterstützen, aber wo die Freiheit, was sie umsetzen wollen, komplett auch bei den FSJlern selbst liegt. So, dann nutzen wir die Möglichkeit, jetzt nochmal kurz aufs Spielfeld zu blicken. Das 12:9 für die Füchse aus Berlin erneut erzielt von Ann-Kathrin Hübel. Und es gab die erste 2-Minuten-Strafe im Spiel gegen Maike Schuld auf Seiten von Grün-Weiß Schwerin. So, Dario, seit wann machst du dein FSJ hier in Schwerin? Seit Anfang September. Seit Anfang September. Das letzten Jahres. Letzten Jahres, wenn ich jetzt mal kurz durchrechne. Wir sind jetzt Ende Februar, also sagen wir März. Dann sind das jetzt 5 Monate. Genau. So, hast du jetzt nach 5 Monaten schon einen ersten Einblick, wohin du jetzt gehen möchtest? Nö. Weißt du, dass ich mich selber immer noch verwirklichen möchte und dass alles aus dem Kopf kommt bei mir. Ja gut, du hast ja noch ein bisschen Möglichkeiten, dein FSJ würde dann ja wieder bis September gehen, richtig? Genau, oder ich setze noch ein halbes Jahr drauf. Ja, dann hast du auf jeden Fall noch genug Zeit, was zu verwirklichen. Wie steht das aus? Hast du selber, mal abgesehen von der Programmzusammensetzung, das ist ein schönes Tor, das wollen wir kurz noch mitnehmen, von den Füchsen Berlin durch Josephine Dene. Projekt umgesetzt, was du dann auch ins Programm setzen konntest? Bis jetzt habe ich, wie viel waren das? 2 oder 3 Filme unter meinem Namen veröffentlicht. Das waren aber eher so Beiträge, die nicht besonders künstlerisch anspruchsvoll waren, sondern einfach nur, hey, der Schweriner Weihnachtsmarkt hat eröffnet oder hey, so und so funktionieren Regionalwährungen. Also war noch nichts Großes dabei. Ja gut, aber beim offenen Kanal geht es ja auch darum, um dich auszuprobieren. Was hast du da als nächstes geplant? Ich plane einen Film. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf. Fühl dich frei. Ja, ich habe mit dem Kommentator dieses Spiels einen... Ja, man darf ja nicht spoilern bei so einem Kurzfilm. Also er wird dann ja auch irgendwann laufen. Das ist ein Kurzfilm, den wir planen, der irgendwie 2 bis 3 Minuten gehen wird. Und er spielt in einer Bar, in einer sehr netten Bar hier in Schwerin. Man darf gespannt sein. Aber mehr kann ich nicht verraten, das ist ja klar.
Ja, das ist soweit klar. Und dessen erneut die Füchse erfolgreich wie der Däne mit dem 14:10 jetzt. Ja, schade, oder? Also ich meine, schade für die Schweriner, oder nicht? Ja, es ist durchaus schade. Hier spielt, um das kurz für dich auch und für die Zuschauer, die jetzt später dazukommen, zu erklären, Ostsee-Spreeliga weibliche Jugend A. Hier spielt der dritte Grünball Schwerin gegen den zweiten, die Füchse aus Berlin. Es gab bereits schon drei Spiele der beiden Mannschaften in dieser Saison. Zwei davon gewann Schwerin, eins davon gewann Berlin. Und 7 Meter. Momentan ist es recht wäre es dann ausgeglichen, aber das Spiel geht zweimal 30 Minuten. So muss es richtig. Wir sind jetzt in der 24. Minute und okay. Schwerin verkürzt auf 11:14. Josephine Poberski. Und bei Schwerin hat es auch einen Torwartwechsel gegeben, das wollen wir natürlich auch nicht vorenthalten. Daria Schmidt jetzt im Tor, groß gewachsen. Und Maike Schulte, der Ball fällt rein. Kann man sagen, wie aus dem Lehrbuch oder waren da noch ein paar Fehler? Aber war ein schöner Konter, oder nicht? Es war eine schöne zweite Welle, sagt man. Zweite Welle, sagt man im Handball dazu. Das, wenn ihr, es gibt eine erste Welle, um vielleicht die Zuschauer, die nicht so regelmäßig Handball schauen, das mal zu erklären. Wenn der Ball quasi direkt vom Torwart kommt, auf den vorlaufenden Stürmer, wenn man so möchte, Angriffsspieler, gespielt wird und der dann aufs Tor wirft, ist das eine sogenannte erste Welle. Wenn das über mehrere Stationen schnell gespielt vom Angriff ist, nennt man es zweite Welle. Das ist dann Handballfachchinesisch. Und wenig Chinesisch, einfache Wahrheit. Josephine, den erneut erfolgreich zum 11:15 für die Füchse. Und hat Schwerin Glück, dass kein Konter läuft. Dario, jetzt kannst du ja noch kurz erzählen, wann wollt ihr den Film drehen? Zum einen und zum zweiten, wie viel Vorbereitung habt ihr da reingesteckt? Wann ist noch nicht geplant, wir wissen nur, dass er Ende März fertig sein soll, damit einfach der Kopf frei ist für die nächsten Projekte. Das ist immer ganz wichtig, dass man bei kreativen Sachen nicht irgendwie stecken bleibt und sich in Einzelheiten verheddert, sondern dass man einfach weitermacht und ja, die Gedanken müssen immer im Fluss bleiben und es muss immer wieder neu geordnet werden. Und wenn es halt nicht geht, dann wird versucht, das Beste draus zu machen und dann ist auch Platz fürs Nächste. Aber ich bin ja eigentlich da, weil ihr heute ein Jubiläum habt von der Sportredaktion. Habt ihr das schon angesprochen oder wird das noch angesprochen? Oder? Ja, es ist soweit richtig. Wir werden heute im Rahmen des Drittligaspiels, worauf wir einmal vorblicken können, beim Mecklenburg-Derby Grünwald-Schwerin, Frauen gegen die TSG Wismar, unsere 600. Sendung feiern, da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Und das hier ist trotz alledem ein spannendes Spiel. 599. Sendung Ostsee-Spreeliga. Grün-Weiß-Schwerin gegen Füchse Berlin. Und jetzt gibt es die gelbe Karte gegen die Bank von Grün-Weiß-Schwerin wegen Reklamierens. Und die Schiedsrichter sind noch sehr zurückhaltend, kann ich einmal aus meiner Erfahrung erzählen. Ich habe es gestern bei einem Spiel erlebt. Da hat der Trainer gemeckert, der Schiedsrichter sagte ruhig, ich erkläre dir das. Daraufhin hat er weiter gemeckert, dann hat er erst die gelbe Karte gesehen. Dann hat er nochmal was gesagt, dann hat er direkt 2 Minuten bekommen. Das bedeutet dann, ein Spieler muss für 2 Minuten vom Feld, auch wenn die Bank verwarnt wird. Und dann hat er noch weiter gemacht und dann durfte der Trainer dann die Bank verlassen und sich auf die Tribüne begeben. So, das kann im Handball sehr schnell gehen. So ist also der Trainer an der 2-Minuten-Strafe für den Spieler schuldig? Richtig, das kann sein, ja. Also es gilt nicht nur für den Trainer, es können beim Handballsport bis zu 4 Betreuer auf der Bank sitzen. Und jeder davon könnte halt 2 Minuten bekommen vom Schiedsrichter, wenn er sich entsprechend verhält. Und dann muss ein Spieler runter. Und ein Spieler selber kann
bis zu 3 2-Minuten Strafen erhalten. Bei der dritten ist er dann raus aus dem Spiel, bekommt dann die rote Karte für die dritte 2 Minuten Strafe und ist dann raus. Die Bank nur 1 2-Minuten Strafe und dann direkt raus. So weit zum Reglement des Handballsports. Und jetzt schauen wir nochmal auf die letzten 1,5 Minuten hier beim aktuellen Spiel. Und der Tempo-Gegenstoß der Füchse erfolgreich abgeschlossen. Bea Janine Hübel 12-17. Kann man beim Handball eigentlich auch einen Schrittfehler machen? Ja, du darfst beim Handball darfst du 3 Schritte machen und dann musst du prellen. Speziell dann noch beim Handball, wenn man darf den Ball fangen, dann darf man prellen, dann darf man ihn wieder fangen, dann darfst du maximal 3 Schritte machen, ansonsten ist es ein technischer Fehler. Okay, ich habe jetzt neulich, und zwar in der letzten Woche, das war die Kalenderwoche 8, glaube ich, habe ich ein paar Spiele mitverfolgt von etwas jüngeren Damen. Und die waren irgendwie nur am Prellen. Jetzt sind wir hier bei den etwas Älteren und die prellen fast gar nicht mehr. Ist das irgendwie sicherer, nicht zu prellen? Gehe ich mal von aus? Es ist schneller. Es ist einfach etwas schneller vom Spiel her. Weil so passen kannst du schneller als laufen. Das ist ähnlich wie beim Fußball. Man soll den Ball und den Gegner laufen lassen, nicht mit dem Ball selber laufen. Das ist im Handball sehr, sehr ähnlich. Und beim Handball geht es einfach oftmals darum, etwas schneller zu sein wie der Gegner. Und umso schneller man passt, deswegen gibt es weniger Prellen, deswegen wird mehr gepasst. Deswegen ist das im älteren Bereich so. Und damit ist die erste Halbzeit beendet. Ich bedanke mich bei Martina für die nette Erklärung für den offenen Kanal. Ich danke. Das liegt nicht am Lehrer. So, weiter geht's. Zweite Halbzeit. Grümer Schmarin gegen Füchse Berlin. Spielstand 13-17 für die Gäste. Und wir werden jetzt in der zweiten Halbzeit etwas mehr Fokus auf das Spiel legen, um die Partie, von der wir uns sehr viel Spannung noch erhoffen, auch genau beleuchten zu können. Und der erste Versuch von außen wird entschärft. Möglichkeit für Berlin, auf 5 Tore wegzuziehen, das Kreis durch den Kreis gelaufen. Darf man als Kreisspieler natürlich nicht abkürzen durch den Kreis, sich einen Vorteil verschaffen. Das wird abgepfiffen und Ballbesitz für Grün-Weiß-Schwerin. Schauen wir jetzt von außen übertreten. Es war schön ausgespielt. Und Schwerin Nanny außen freigespielt. Und jetzt nach dem Fuß Tempo-Gegenstoß und der Treffer für Grün-Weiß-Marin. Im dritten Anlauf funktioniert es dann. Marie-Louise Weiß. Ihr dritter Treffer. 14-17. Schwerin mit einer 5-1-Deckung. Popowski als Spitze. Sag mal, und die Kinder, die sind schon. Das riecht. Gibt das 2 Minuten? Nee. Doch. Es gibt die 2 Minuten. In den Wurfarm gegriffen. Und es
gibt direkt Eis. Erstmal Nicole May bekommt die 2 Minuten Strafe und Michael Schulz ist beim Sturz mit dem Fuß umgeknickt. Und ja, sie steht wieder. Es geht scheinbar weiter. Für sie. Aber es ist natürlich auch der Preis eines guten Handballers. Das weiß natürlich auch der Gegner und stellt sich entsprechend hart gegen. Da darf man nicht zimperlich sein. Und das ist klasse gespielt. Oh, am Tor vorbei von Weiß. Haben sie schön die Mitte geöffnet. Natürlich jetzt auch mit einem Spieler mehr auf dem Feld durch die 2 Minuten Strafe. Also, da gibt es ja auch Besonderheiten im Jugendbereich. Hier muss schon ein Spieler runter. Im E-Jugendbereich beispielsweise muss der Spieler, der die 2 Minuten Strafe bekommen hat, zwar vom Feld, aber die Mannschaft selber darf wieder auffüllen. Nochmal. Was mich jetzt mal interessiert ist, machen Handballspieler auch spezielles Wurftraining? Ja, es gibt mehrere Würfe, die man so machen kann. Also einfach einen Schlagwurf aus dem Stand beispielsweise oder den Sprungwurf, den wir sicherlich noch sehen werden. Ah, hier sicherlich. Das konnte ich sie erkennen. Ich nehme an, dass es ein Sprungwurf war von Laura Stammer zum 15:17. Was im Konter durchaus üblich ist. Und die speziellen Würfe eben von der Außenposition, wo der Winkel halt relativ klein ist, wo man dann nicht nur den entsprechenden Wurf übt, sondern auch, wie man springt, wie man sich anstellt, dass man versucht, möglichst weit den Winkel aufzumachen durch den Sprung, um damit ein breites Fenster zu haben, wo man hinwerfen kann und es dem Torwart schwierig zu machen, den Ball zu halten. Zumal die Außenpositionen beim Handball sehr, sehr wichtig sind, dadurch, dass der schlechteste Winkel ist und man die Abwehr immer verschiebt, der Außenspieler, der erste Spieler ist, der frei ist. Und damit ist diese, dass man von außen erfolgreich ist, sehr, sehr wichtig. Oder eben wie hier Josephine Popewski mit dem Anschlusstreffer für Schwerin. 16:17. Was für den Laien vielleicht auch ganz interessant ist, in Position der Schiedsrichter, man hat beim Handballsport im Gegensatz zum Fußballsport 2 Schiedsrichter. Die Schiedsrichter, wie man... da erstmal der Sprungwurf von Michael Schulz zum Ausgleich. Die sind diagonal angeordnet. Wir haben einen Torschiedsrichter, der immer auf Torlinie steht, um zu sehen, ob der Ball im Tor war. Und hauptsächlich dafür da ist, um zu gucken, was passiert am Kreis. Ja. Und jetzt Ball gehalten von Daria Schmidt. Und auf der anderen Seite haben wir den Feldschiedsrichter, der insbesondere auf so Dinge achtet wie technische Fehler, Schrittfehler, aber auch, wie wird der Spieler angegriffen, um gegebenenfalls auf 2 Minuten entscheiden zu können. Und dabei ist der Stand auch sehr wichtig. Sie stellen sich schräg zueinander quasi auf, dass sie jeder so die Hälfte des Spielfelds hat, damit sie die Außenlinie mitnehmen können, beide. Dass man genau sehen kann, ist ein Spieler oder der Ball im Aus. Und jetzt Stürmerfoul entschieden. Die Spielerin aus Berlin stand. Die Spielerin von Grün-Weiß mit der Schulter zuerst. Richtig, Stürmerfoul. Und jetzt der Konter, Sprungwurf und Treffer. Von Poverski und die Führung für Grün-Weiß-Schwerin. Cool. Aber jetzt nochmal zum Werfen. Ich sehe gar nicht, dass. Also das, meistens ist es so, dass da jemand hochspringt und wirft. Aber es täuscht niemand an. Warum machen die das nicht? Weil es einfach Kraft und Präzision nimmt. Geschwindigkeit aus dem Wurf.
Natürlich könnte man, sowas wird man im Erwachsenenbereich der Männer insbesondere beim Konter sehen, dass da durchaus angetäuscht wird. Aber gerade im Jugendbereich wird sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass man, wie der Trainer dann sagt, den Wurf durchzieht. Dass man eben nicht rumspielt, sondern wenn du den Ball platziert in die Ecke wirfst und scharf, dann kommt er da auch an. Und dann, dann machst du ein Tor. Wenn du so rumspielst, dann gibst du dem Torwart natürlich mehr Möglichkeiten, sich das anzugucken und zu reagieren. Deshalb wird eigentlich gerade im Jugendbereich wie hier nicht angetäuscht. Und jetzt haben wir ein Team-Timeout von den Füchsen Berlin. Und ähnlich wie in der ersten Hälfte, mal ein deutlich unzufriedenes Gesicht bei den Berlinern. Auch wenn die Kamera ihnen jetzt die Schweriner Seite zeigt. Aber auch da wird energisch weitergeredet. Er will, dass sie jetzt dranbleiben, genau da, wo sie jetzt sind, weil genau das hat ihnen die Führung gebracht. Dieses kontinuierliche Zusammenarbeiten, richtig raustreten auf die Gegenspieler, um eine Chance zu haben. Und die Füchse, die diese Auszeit genutzt haben, nutzen sie nur zur Hälfte. Okay. Eine Minute Zeit haben sie. Ist es Taktik, dass man, wenn man in Führung war und dann in den Rückstand gerät, dass man dann so eine Minute nimmt? Bedingt. Manch ein Trainer tut dies, um den Rhythmus einfach zu brechen, wenn jetzt mehrere Tore in Folge von einer Mannschaft ist, um den Rhythmus dieser Mannschaft zu brechen. Zum einen, wenn man so in Führung lag und dann, oder deutlich auch in Führung lag und dann auf einmal in Rückstand gerät, man ja einfach eine schlechte Phase hat und man die Mannschaft einfach neu ausrichtet. Dafür ist die Auszeit ja gedacht, dass man einmal in der Halbzeit die Mannschaft neu ausrichten kann, etwas Neues probieren kann. Und das hat der Füchse-Trainer jetzt in Anspruch genommen. Der Nachteil einer Auszeit ist, der Gegner kann das auch. Natürlich. Und wir haben es schon mehrfach erlebt, dass die Heimmannschaft beispielsweise eine Auszeit nimmt und die Gästemannschaft das nutzt. Die Zeit wird dabei aber angehalten. Richtig, die Zeit wird angehalten und eine Minute haben die Mannschaften Zeit, was zu machen. Und das war jetzt ein tolles Zuspiel. Von Maike Schuld auf Marina Froth und die zwei Tore Führung für Schwerin. Klasse Abwehrarbeit von Nafroth, die den Ball sichert. Und die Führung hier sogar, drei Tore Führung möglich, abgepfiffen. Macht mehr als drei Schritte, deswegen der Abpfiff und sie kriegt den Freiwurf, weil sie dabei bedrängt wurde. Unrechtmäßig quasi, weil man dürfte theoretisch den Gegner nur begleiten. Und indessen das Tor von Mary Lou Weiss. Hier war jetzt ein Wurf von unten quasi, sie hat sich fast komplett hinfallen lassen und hat dann einfach direkt ins untere Eck gespielt. Ja, sicher, oder? Ja, relativ. Es gibt Torhüter, die sind unten einfach sehr, sehr stark, die holen unten einfach alles raus, da hat es wenig Sinn. Aber sie hat natürlich die Möglichkeit genutzt, sie ist reingesprungen in den Kreis, hat dadurch natürlich einen kürzeren Weg zum Tor. Muss aber natürlich aufpassen, dass sie nicht mit einem Körperteil zuerst am Boden ankommt. Sonst wird es abgepfiffen. Im Handballdeutsch sagt man dann, der Wurf ist abgestanden. Also vom Boden darf man nicht werfen. Richtig, also vom Kreis. Wenn man im Kreis steht, darf man nicht werfen. Wenn man in den Kreis reinspringt und reinspringt, das ist es erlaubt. Wenn man auf dem Boden aufkommt, ist es in den Kreis getreten und man spricht dann von einem abgestandenen Wurf. Ich muss sagen, wie wir posieren wollen. Also soll das natürlich wirken oder irgendwie, weiß nicht. Und jetzt der Tempo-Gegenstoß. Der Berliner, die Möglichkeit auf 2 zu verkürzen. Erfolgreich 20-18 durch Nico May. Und Wechsel. Wechsel. Janine Peter Reit, Janne Peter Reit jetzt im Spiel für Marina Froth. Und dafür geht Steininger
an den Kreis und erneut die Möglichkeit des Tempo-Gegenstoßes. Oh, 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 oh. Das gibt Tor und 2 Minuten. Da bin ich, ja. Weiß muss runter mit 2 Minuten. Sie hält den Arm raus und die Schiedsrichter pfeifen jetzt, dass sie am Hals war. Das ist etwas, was man im Handball sehr diskutiert. Nein, sehr diskutiert, weil die Gegenspielerin nimmt den Kopf auch runter, geht mit dem ganzen Körper runter. Wenn sie groß bleiben würde, würde sie sie auf Höhe der Brust treffen. Und das wäre regeltechnisch erlaubt. Geht sie mit dem Kopf runter, trifft sie sehr am Hals und geht mit 2 Minuten runter. Mit dem Ball, oder wie? Nein, die Gegenspielerin geht mit dem ganzen Körper runter. Also wenn du jetzt den Arm ausbreiten würdest, würdest du mich an der Schulter treffen. Wenn ich aber selber mit dem ganzen Körper runtergehe, triffst du mich am Hals. Also womit jetzt? Mit dem Arm. Mhm. Mit dem Arm am Hals. Und das ist ja verboten. Du darfst. Da muss man als Abwehrspieler sehr aufpassen. Wenn man den Gegner am Hals erwischt, dann gibt es 2 Minuten Strafe und dann muss man runter. Und da diskutiert man eben, ob es einfach gefährliches Spiel ist, wenn man als Spieler runtergeht. Maike Schuld mit all ihrer Kraft zum 21-19. Ob das gefährliches Spiel ist, wenn man so runtergeht und dementsprechend kein Abwehrfoul. Oder ob es eben ein entsprechendes Foul ist, was man mit 2 Minuten ahnden muss. Das bietet eine besondere Schwierigkeit, gerade im Erwachsenenbereich, wenn man einen großgewachsenen Spieler auf einen kleingewachsenen Spieler trifft. Wenn der großgewachsene Spieler den Arm ausbreitet, ist er automatisch zum Teil auf Halshöhe. Aber da gilt es auch natürlich darum, die Spieler zu schützen und die Füße verkürzen auf 21-20 per 7 Meter. Und das Spiel, jetzt noch 17,5 Minuten, erreicht langsam einen Spannungspunkt. Wo wir gerade bei groß und klein sind, ist es beim Handball in den oberen Ligen, auch in der Bundesliga, ist es üblich, dass die Spieler alle riesig sind oder hat es auch Vorteile, klein zu sein? Es hat durchaus Vorteile, klein zu sein. Jetzt erstmal 7 Meter für Schwerin und gelbe Karte gegen die Füchse. Es hat durchaus einen Vorteil, klein zu sein, einfach dadurch, dass man eben schwerer zu verteidigen ist, wenn man so klein ist. Als Großer, Maike Schuld sicher vom 7-Meter-Strich. Das hat einfach den Vorteil, man ist sehr klein und wendig. Das sind oftmals die Spieler, die in der Aufbaumitte spielen, wo jetzt hier die 30 spielen, weil die nicht unbedingt den Wurf suchen, das Spiel antreiben, das Spiel organisieren, Spielzüge ansagen, sowas. Und einfach im 1:1, wenn man ein Spieler gegen einen ist, schwer zu verteidigen sind ohne Foul. Aber beim Handball, gerade im Erwachsenen- und hohen Bereich, sind halt viele Tore wichtig, die aus dem Rückraum erzielt werden. Das heißt, von hinten hochspringen und werfen. Pfosten jetzt von Berlin. Aus dem Rückraum erzielt werden. Und dafür muss man möglichst groß sein, natürlich, um die gegnerische Abwehr überspringen zu können. Das kann man natürlich nicht machen, wenn man nur 1,70 groß ist. Da hast du gegen 2 Meter Männer natürlich keine Chance. Das ist auch ein großer Unterschied zum Beispiel zwischen dem Männer- und dem Frauenhandball. Beim Frauenhandball wird oftmals gerade in kleineren Dingen eher die Möglichkeit des Spielerischen gesucht, dass man eben nicht so sehr aus dem Rückraum wirft. Bei den Männern ist es ein sehr stark geprägtes Rückraumspiel. Oh, viel Pass. Das war auch ein typischer Moment, wo der Trainer sagt Bodenpass. Weil ein Bodenpass, ein Pass, der über den Boden gespielt wird, ist viel schwieriger zu verteidigen. Anschlusstreffer für Berlin. 22-21. Kann man sich natürlich vorstellen, es ist ja ein Handballsport. Man darf also den Fuß nicht benutzen. Und wenn der Ball auf dem Boden aufprallt, ist es natürlich schwierig, mit der Hand daran zu kommen. Ah, schöne Möglichkeit von Peter Reit. Landet am Pfosten und die Möglichkeit für Berlin zum Ausgleich. Nee,
Schwerin hat mir gerne Schritte gesehen. Ich finde, die Schiedsrichter machen einen sehr souveränen Eindruck. Bis hierhin. Haben das Spiel gut im Griff. Boah, wieder so ein gefährlicher Pass. Aline Lück auf der Mitte. Wirkt da nicht immer glücklich mit diesen hohen Pässen. Und von außen scheitert Edda Steininger. Die Berliner sahen in der Verteidigung gerade nicht sehr kreativ aus, oder? Oder ist es generell so, dass man in der Verteidigung nicht sehr kreativ sein kann? Ja, mal in der Abwehr muss man sehr diszipliniert sein. Jetzt erstmal der Ausgleich der Berliner von Klaus Gahr. Muss man vor allen Dingen sehr diszipliniert sein. Man muss versuchen, Lücken zuzustellen. Man versucht, als angreifende Mannschaft immer auf eine Lücke zu kommen zwischen zwei Spielern. Und die muss man mit schnellen Beinen einfach zubewegen. Man muss sich absprechen in der Abwehr. Dafür muss man wirklich nicht sehr kreativ sein, sondern man muss schnell auf den Beinen sein, gut verrücken, wie man das hier sieht bei den Berlinern, sich ab und zu mal helfen. Und die Kreativität, die muss eigentlich der Angriff entwickeln. Also es ist doch mehr Stellungsspiel als Fußball, weil man da noch viel größeres Feld hat. Ja, man muss sich richtig stellen. Es ist noch viel mehr Bewegungsspiel als Fußball. Viele kleine Wege, die man gehen muss, die auf die Dauer einfach sehr, sehr wehtun können. Und jetzt die Führung für die Füchse aus Berlin. Die haben sich heimlich an Schwerin vorbeigeschlichen. Noch 13 Minuten. Und im Gegensatz zum Fußball, wenn man da mal beim Stellungsspiel falsch ist, hat man vielleicht noch mal eine Chance, läuferisch etwas einzuholen. Wenn du beim Handball falsch stehst, dann ist der Ball durch. Da kannst du nur das Glück haben, dass der Torwart einen guten Tag hat und den Ball doch noch mal hält. Ansonsten ist es verloren. Und Boberski scheitert am Pfosten, bekommt aber den 7 Meter. Und der Julia Guse am 7 Meter Strich. Eben deutlich übers Tor geworfen, jetzt. Unten rechts, sicher verwandelt. Gut gearbeitet jetzt in der Abwehr von Römer Schwerin. Ja, und die beiden hatten sich ganz besonders lieb. Die tauschen nachher ihre Adressen aus und dann gibt es eine Brieffreundschaft. Da bin ich mir ziemlich sicher. Naja, aber es ist natürlich, Handball ist ein Kontaktsport. Man kommt sehr in den Kontakt mit dem Gegner, wenn auch nicht immer freundlich. Da wird man auch schon das eine oder andere Mal kräftig umarmt. Und da, genau in diese Lücke stößt er rein. Und da haben die Berliner Glück, dass es da nicht sogar noch eine 2-Minuten-Strafe gibt. Stellt die Hüfte raus und tut sich dabei noch mehr weh. Selber mehr weh als der Angreiferin. Die Führung für Grün-Weiß-Schwerin 24-23. Jetzt sehe ich da auf der Tafel so eine rote 2. Was heißt das? Sind noch irgendwie zwei Tore Differenz vom Hinspiel von der ersten Halbzeit über? Nein, nur was kurz zu erklären für die Zuschauer, die sehen es natürlich nicht auf der Anzeigetafel. Zwischen dem Spielstand steht eine rote 2, das bedeutet einfach nur zweite Halbzeit. Ah ja. Ja, gut, wer es nicht weiß, dafür kann man ja fragen. Also aus der ersten Halbzeit ist ja auch noch eine Differenz. Also die Berliner haben ja irgendwie mit 5 Toren geführt oder so. Ja gut, aber der Spielstand bleibt ja gleich und da setzt man in der zweiten Halbzeit fort. Also das ist ja schon der gesamte Spielstand aus der ersten und zweiten Halbzeit zusammengefasst, 24-23.
Ich meine, 24, 23 nach 20 Minuten, das nähert sich an alle bekannten Handballrekorde an. Wenn es wirklich so wäre. Weil das wären ja 47 Tore in einer Halbzeit, das hätte Seltenheitswert. Und es gibt 7 Meter. Das war eben ein schönes Bild, das konnten die Zuschauer leider nicht sehen. Der Berliner Trainer warf zusammen mit der Schweriner Spielerin auf. Gleichzeitig quasi synchron. Er hatte sich einfach nur geärgert, dass es in der Abwehr nicht klappte. Und die Schwerinerin warf, bekommt den 7 Meter und Guse verwandelt sich. Den Pfosten mitgenommen, viel knapper geht's nicht mehr. 25, 23, 2 vor, noch 9 Minuten. Schwerin wieder mit einer 5-1. Oh, da hat die 5-1 aber nicht aufgepasst und dann ist sie außen frei. Und gehalten von Schmidt. Der Ball ist wieder weg. Und jetzt gibt es den 9 Meter. 7 Meter natürlich. 7 Meter ist generell erstmal wie ein Elfmeter quasi unhaltbar, oder? Es ist definitiv ein Vorteil für den Werfer. Es gehen mehr 7 Meter ins Tor, als eben nicht jetzt auch sicher verwandelt. 25, 24. Also es gibt durchaus Spiele, wo eine Mannschaft die Quote nicht erfüllt. Ich kann mich auch an einen Spieler erinnern von Grünwald Schwerin. Die bekam in einem Spiel 7 Meter zugesprochen. Davon gingen 10 nicht rein. Das ist eine katastrophale Quote. Das ist nicht die Regel. Ich denke mal, es ist vielleicht etwas hochgegriffen, aber von 10, 7 Metern geht etwa einer nicht rein. Ich denke, das trifft man ganz gut. Wird sicherlich etwas weniger sein, wenn man es wirklich im Durchschnitt nimmt. Vielleicht 7 oder 8, aber so in dem Dreh kann man das sagen. Es ist ja ein freier Wurf. Und damit ist der Werfer erstmal im Vorteil. Aber natürlich ähnlich wie beim Fußball ist es auch eine Kopfsache. Mein Trainer hat mal zu mir gesagt, 7 Meter musste man, und man entschuldigt diesen Ausdruck, abgewichst sein, um einfach den Ball in die Ecke zu platzieren. Und der Torwart spekuliert einfach nur. Und da hätten die Füchse gerne den Freiwurf gehabt oder gar mehr. Da gibt es nichts, da waren alle etwas verwundert. Und Poberski mit dem Treffer für Grömer Schwerin. 26, 24. Kannst du mir nochmal erklären, in welcher Liga wir gerade spielen? Also das ist weibliche A-Jugend Ostsee-Spreeliga. Das beinhaltet Mecklenburg, Vorpommern, Brandenburg und Berlin. Okay. Die wurde eingeführt im Zuge mit den Erwachsenen. Auch da wurde die Ostsee-Spreeliga für die Regionalliga eingeführt. Der Anschlusstreffer für Berlin. Früher gab es die erste Bundesliga, zweite Bundesliga, Regionalliga. Heute gibt es die erste Liga, zweite Liga, dritte Liga und dann kommt die Ostsee-Spree und darunter dann die Mecklenburg-Vorpommern-Liga. So ist es im Erwachsenenbereich. Im Jugendbereich geht es bei den Weiblichen hier bis Ostsee-Spree. Höher geht es nicht, können sie nicht höher spielen. In der C-Jugend beispielsweise geht es nur bis zur Oberliga MV und im Jugendbereich gibt es nur wirklich die Kreis- und Spielunion. Da spielt man noch nicht so hoch. Ist auch nicht wirklich sinnig. Und Poberski wieder erfolgreich. 27, 25. Und da fassen sie sich schon glücklich beide Hände, aber man darf sich im Handball nicht zu sicher sein. Es sind noch 6 Minuten und es sind nur 2 Tore. Boah. Schönes Kreis an Spiel und vom Kreis auch gut verwandelt. Nicole May. 27, 26. Maike Schult, gut aufgepasst. Ja, man kann zu der Liga vielleicht kurz einwerfen. Es gibt nicht so viele Mannschaften in dieser Liga. Insgesamt gibt es 5. Mannschaften dieser Liga, die spielen jeweils 4-mal gegeneinander, 2-mal in eigener Halle, 2-mal in fremder Halle. Damit hat man einen guten Spielplan, um Leistungsspitzen einfach zu erreichen. Für die Handballschulen, die es denn wollen. In dem Fall Berlin,
Frankfurt Oder, eine große Handballschule, Schwerin, Neubrandenburg sind mit vertreten. Und der Ausgleich für die Füchse Berlin. So schnell geht das. Kloska. Und jetzt haben wir noch 4,5 Minuten. Beim Spielstand von 27 zu 27. Viel spannender kann man sich das nicht wünschen. Und jetzt entscheiden Kleinigkeiten. Jetzt entscheiden auch die Nerven einfach der Spielerinnen. Dass man sich im richtigen Moment einfach traut, sich auch den Wurf zu nehmen. Weil auch das kann passieren, so wirkt es jetzt ein bisschen bei Grün-Weiß-Schwerin, dass sich dann niemand traut. Aber jetzt, Roloff, am Tor vorbei. In solchen Situationen hat man schon einige Spieler zerbrechen sehen, die das ganze Spiel ganz sicher einnetzen. Und in den letzten 5 Minuten, wenn es drauf ankommt, dann klappt es plötzlich nicht mehr. Aber eben auch andersrum. Da klappt das ganze Spiel nicht und im letzten Moment sind sie dann da. Ja, man braucht den Killerinstinkt, ne? Und den sehen wir hier. Ganz, ganz stark gemacht. Maike Schult holt den Ball. Und Poverski versenkt den Konter sicher. Also sehen Poverski eine fröhliche Spielernatur. Ja. Die Luft ist raus, wie man sieht. Also zwei Spieler laufen nach vorne, aber der Rest ist erstmal. Nee, das ist. Da muss ich korrigieren, das ist so gewollt. Nein, das ist im Handball so, dass zum Konterlauf aus der Abwehr grundsätzlich die Außen aufbrechen. Das heißt, die laufen los, versuchen sich frei zu laufen. Wenn die und die Mittelspieler, die bleiben zurück, um gegebenenfalls, falls der Konter nicht gelaufen wird, mit Schwung auf die Abwehr zu kommen, den Angriff ruhiger aufzubauen. Das ist so gewollt, das ist auch nicht so die Luft raus, sondern das ist einfach handballtaktisch gewollt so. Schwerina markiert Fuß, gut geholt von Marina Froth. Maike Schult setzt sich durch, macht das Tor. 29-27. Muss man aber erklären, das wurde vorher einmal gepfiffen, das habe ich anders gesehen wie die Schiedsrichter. Fuß, alles oberhalb vom Knie ist nicht Fuß, alles unterhalb vom Knie ist Fuß. Eben auf Oberschenkel geworfen, ist kein Fuß. Und jetzt gibt es 7 Meter. Schiedsrichter halten jetzt die Zeit an. Das liegt im Ermessen der Schiedsrichter, ob sie die Zeit anhalten oder nicht. Sie könnten sie auch weiterlaufen lassen. Gezwungen sind sie nur bei beispielsweise 2 Minuten Strafen. Anschlusstreffer für Berlin, 2 Minuten sind es noch, 29-28. Aber bei so einem knappen Spielstand macht man das natürlich, um Zeitspiel zu unterbinden und eine faire Chance beiden Mannschaften zu geben, dieses Spiel noch für sich zu entscheiden. Wenn es jetzt 30 zu 10 stehen würde, wird der Schiedsrichter die Zeit nicht anhalten. Ja, ist klar. Eineinhalb Minuten noch, sei mir dazu gesagt. Ja. Man konnte sie nicht werfen, will er noch einen Schritt mehr machen, dann ist es aber einer zu viel. Mhm, deshalb. Kreis, ne? Nee, ich glaube, es waren 4 Schritte. Achso. Und Poverski erneut mit dem Treffer. Und bei Berlin muss es jetzt schnell gehen. Ich denke, wenn wir jetzt noch ein Tor von Berlin sehen, sehen wir danach auch eine Manndeckung. Das heißt, alle Spielerinnen nehmen sich eine Gegenspielerin. Oh, da ist völlig frei das Tor für Berlin. Ah ne, wir haben noch 1 Minute Zeit. Dann geht Berlin doch zurück auf die 6-0. Das gäbe natürlich noch die Möglichkeit, wenn man schnelle Tore braucht, eine Manndeckung zu spielen. Doch, jetzt gehen sie raus. Jetzt sehen wir die Manndeckung. Muss es eine 2-Punkte-Führung geben? Nein. Okay, also anders als beim Volleyball. Richtig, es wird anders auch beim Volleyball wird nicht unbedingt ein Sieger gesucht. Ein Unentschieden gibt es auch. Abgepfiffen. Und jetzt die Möglichkeit für Berlin, der Konter. Das ist gut ausge... Und jetzt wirft sie und er ist drin. Der Ausgleich für Berlin und jetzt haben wir noch 17 Sekunden. Auf Anzeigetafel steht 31-29, das stimmt nicht, es ist Ausgleich 30-30, aber wir hören mal
gucken mal, ob wir reinhören können in die Auszeit von Grünball Schwerin jetzt. Wir haben jetzt halbe, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt Anruf. Anruf. Okay. Ja, ja, das ist halt egal, das ist wurscht. So, nein. So, Manndeckung ist. Ne? Manndeckung, wie wir es früher kennen. Ne? Also, Jule, doch, komm, Jule, komm für Mike. Ich mach sonst auch. Nein, mach du. Du bleibst drauf und du spielst, du läufst gleich los nach der Manndeckung. Ja. Und das ist egal, nach der Manndeckung. Antäuschen nach rechts, auf Mike spielen und dann sofort steil auf die Halbe und du kommst außen. Du ist außen, egal. Ne? Mike geht steil, du außen. Los, 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 los. Ja, man war auch ein wenig verwirrt bei, auf der Schweriner Seite aufgrund des Spielstands. 30-30 ist korrekt, jetzt steht es auch korrekt dran. 15 Sekunden und man ging von Manndeckung aus. Aber es gibt eine Manndeckung gegen Maike Schuld. Und jetzt haben wir 10 Sekunden für noch einen Abschluss für Schwerin. Vorbereit. Geht durch. Macht den Tor. Macht das Tor. Macht den Treffer. Und das war's. Das Spiel ist vorbei. Grünwald Schwerin besiegt die Füchse aus Berlin mit 31-30.